Gustl. Wer bist du? Der verdammte Kaiser von China? Ich habe heute ein bisschen privatisiert. Der falsche Tag dafür. Ist dir jemand gefolgt? Gefolgt? Ja. Ein kleiner Mann mit Schnauze und Scheitel von rechts. Ungefähr so. Josef, bitte. Spart dir deine Scherze. Die Volksbefragung ist abgesagt. Heute Nacht marschieren sie ein. Was? Im Ministerium ist die Hölle los. Bist du sicher? Die Zeitungen schreiben was ganz anderes. Falls du immer noch daran zweifelst, ob die Welt unserem Untergang tatenlos zuschauen wird. Frankreich und England halten es heute so wie du. Sie gehen einfach nicht ans Telefon. Anna und du, ihr müsst fliehen. Ach bitte. Sofort. Du stehst auf ihrer Liste. Das ist doch Unsinn. Woher sollen die denn wissen, was ich tue? Das wissen wir nicht. Aber eins ist klar. Sie haben ihre Leute überall. Und sie haben offenbar eine mehr oder weniger genaue Vorstellung davon, was du tust. Was soll das heißen? Es soll heißen, eine mehr oder weniger genaue Vorstellung. Ihr habt noch 2 Stunden. Um Mitternacht geht der Zug nach Rotterdam. Von dort nimmt ihr das Schiff nach New York. Verstanden? Ach Gott. Josef, sag ja. Sag es. Leb wohl. Metropol. Nur das Beste für die Gäste. Was sagt man dazu? Ja, mein Machtgeschmack. Raus mit ihm. Lassen Sie mich. Ich sag's nicht zweimal. Ich kann alleine gehen. Lassen Sie mich. Ich will nicht gehen. Lassen Sie mich einfach hier auf die Straße setzen. Ihre persönlichen Dinge bleiben bis zum Ende Ihrer Vernehmung bei uns. Die Uhr auch. Schnell ergreifen. Und der Ring auch. Danke. Gestapo-Leitstelle Wien. Fingerabdrücke. Was ziehen Sie denn so ein beleidigtes Gesicht? Ah, schau an. Ich habe einmal gehört, Lachen ist gesund. Die Maske fällt, es bleibt der Mensch. Wobei ich mir bei Ihnen nicht ganz sicher bin. Schauen wir mal, was von Ihnen übrig bleibt, wenn wir mit Ihnen fertig sind. Herr Notar. Auf unser neues Leben. Alles wird so wie früher. Wie war es früher? Österreicher und Österreicherinnen, der heutige Tag hat uns vor eine schwere Situation gestellt. Ist dir jemand gefolgt? Ein kleiner Mann mit Schnauze und Scheitel von rechts, ungefähr so. Josef, bitte. Heute Nacht marschieren sie ein. Anna und du, ihr müsst fliehen. Solange Wind tanzt, kann die Welt nicht untergehen. Franz Josef Böhm, Stapo-Leitstelle Wien. Spielen Sie Schach? Schach ist eine Freizeitbeschäftigung für gelangweilte preußische Generäle. In diesem Spiel geht es darum, das Ego des Gegners klein zu kriegen. Ich habe leider überhaupt keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Ist aber schade. Der Dr. Bartok kommt in die Sonderbehandlung. Willkommen im Hotel Metropol. Wie lange dauert das hier noch? Hallo? Die von Ihnen verwalteten Vermögen liegen ganz offenbar auf Nummernkonten in mehreren europäischen Ländern. Die Codes befinden sich hier drin. Springer G1, F3, Springer B8, C6. Ich habe etwas für Sie. Eine einzige Partie. Was haben Sie schon zu verlieren? Mehr als Sie sich vorstellen können. Schreiben Sie. Schreiben Sie. Er oder Sie. Wie lange werden Sie sich noch an das elegante Ballkleid Ihrer Frau erinnern? Schreiben Sie! Vielleicht gefällt
gefällt es mir so gut hier, in Ihrem schönen Hotel.